Guten Tag, wir wollten jetzt einmal unseren Vortrag Stratum Null Atomuhrprojekt für Hackerspaces halten, und zwar einmal Shoragan. Er hält dann den technischen Teil des ganzen Aufbaus, die Elektrik und so weiter und Elektronik vor allem. Und ich erkläre am Anfang etwas über die physikalischen Grundlagen einer Atomuhr. Also wer Angst vor Atomen hat, sollte diesen Raum vielleicht verlassen, denn wir haben Atome dabei. Gut, also Atomuhr. Das ist unsere Atomuhr, die liegt auch oben im Hackcenter. Die könnt ihr euch anschauen, die ist direkt neben dem NOC. Was die einzelnen Teile sind, kommt am Ende des Vortrages nochmal. Gut, also warum bauen wir als Hackerspace so etwas wie eine Atomuhr und so weiter? Das liegt einfach daran, dass wir hier in Braunschweig sind. Braunschweig ist auch der Ort, wo die PTB ist, also die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Und die sind diejenigen, die die Atomuhren haben, die für Deutschland die Zeit quasi festlegen. Die werden dann zwischen den Ländern synchronisiert und so weiter. Genau, und Stratum selber, dieser Begriff kommt aus dem Network Time Protokoll. Das bedeutet, also das Protokoll, mit dem man die Zeit zwischen Computern synchronisiert. Da bedeutet Stratum 1 zum Beispiel, dass das der Rechner ist, der die Zeit direkt von der Atomuhr bekommt. Stratum 2 ist dann ein Server, der mit dem Stratum 1 Server synchronisiert wurde. Und Stratum 3 ist dann der Server, mit dem man als Endbenutzer eigentlich normalerweise synchronisiert, also die dritte Stufe. Stratum 0 ist dann sinngemäß eine Bezeichnung für die Atomuhr, auch wenn das in dem Protokoll so nicht direkt vorgesehen ist. Aber das ist der Grund, weshalb der Hackerspace in Braunschweig Stratum 0 heißt, eben um quasi die Standortgegebenheit, dass wir hier Atomuhren haben, mit der Informatik zu verbinden, die ja oft ein guter Grund sind für viele Leute, Mitglied eines Hackerspaces zu werden. Gut, aber warum Atomuhren? Ja, man möchte irgendwas mit Zeit machen, aber was ist Zeit? Und da ist dann die spannende Frage, ja, was soll das sein? Also Zeit kann man entweder als Abfolge von Zuständen definieren, dazu braucht man dann aber irgendwie eine Gerichtetheit, und Zustände müssen nicht unbedingt nur zeitlich hintereinander sein, die können auch räumlich hintereinander sein. Also manchmal kann man Zeit einfach als die vierte Koordinate der vierdimensionalen Raumzeit bezeichnen, die in der allgemeinen Relativitätstheorie verwendet wird. Das ist eine sehr abstrakte Definition, die hat irgendwie wenig Intuition da drin. Das Problem ist, was genau Zeit sein soll, ist auch eine aktuell diskutierte Frage in der Wissenschaft. Da philosophische Hintergründe zu finden, das ist so eine Sache. Es gibt einen pragmatischen Ansatz, und der besagt einfach, Zeit ist das, was eine Uhr misst. Gut, wenn man sagt, Zeit ist das, was eine Uhr misst, was ist dann eigentlich eine Uhr? Und man könnte sagen, eine Uhr ist ein Gerät, das die Zeit misst. Das ist dann aber wieder ein Zirkelschluss, und das ist dann, ja, okay. Darum sagt man, eine Uhr ist ein Gerät, das irgendwie regelmäßig wiederkehrende Zustände zählt. Und das einfachste Beispiel dafür ist ein Pendel. Dann brauche ich irgendjemanden Freiwilligen. Gut, dann. Gut, also das hier ist ein wunderschönes DIN A4-Blatt. Ein DIN A4-Blatt hat die Eigenschaft, es ist ungefähr 30 cm lang. Wenn ich jetzt hier diese Pendellänge genau auf die Länge also die Mitte von dem Pendel, die Länge des DIN A4-Blatts mache, dann, wenn ich dann Schwingungen habe, bekomme ich ziemlich genau eine Sekunde raus. Und zwar, deine Aufgabe ist jetzt einfach, die Schwingungen zu zählen. Und zwar, so, das war jetzt eine Uhr, das Pendel und die Person, die gezählt hat. Also in den meisten Pendeluhren, wie in der abgebildeten zum Beispiel, hat man natürlich irgendwelche Zahnradgetriebe, die dann das Ganze irgendwie zählen. Die werden dann auch nicht dadurch verwirrt, dass andere Leute anders zählen, denn sie sind mechanisch und nicht geistig. So, vielen Dank für deine Hilfe. Das ist die einfachste Form einer Uhr. Und im Prinzip funktioniert jede Uhr genau so. Vielleicht noch nicht die Uhren, die man irgendwann anders machen möchte in der Zukunft, aber es geht jetzt erstmal um aktuelle Atomuhren. Gut, das ist erstmal eine Uhr. Dann braucht man erstmal noch eine Einheit, in der man das misst, und das ist dann die sogenannte Sekunde. Und die Sekunde ist eigentlich nur der 24 mal 60 mal 60. Teil eines Tages.
das ist ganz einleuchtend, weil man halt die Uhr irgendwie definiert und dann kommt man halt auf so eine Sekunde. Das Problem ist, die Uhr, die Erde wackelt hin und her und man kann genauer Zeit messen mit anderen Verfahren, als die Erde sich dreht, weil die Erddrehung variiert. Deswegen braucht man eine neue Definition. Die Definition ist hier auch wunderschön aufgetragen. Sie ist sehr unhandlich und nicht leicht zu verstehen. Im Prinzip ist einfach nur die Sekunde ungefähr das 9 Milliardenste, also das 9 Milliardenfache von einem bestimmten Prozess, der zufälligerweise konstant ist. Und zwar eines sogenannten Energieübergangs, der quantenmechanisch funktioniert. Und deswegen erkläre ich jetzt einmal kurz, was Quantenmechanik ist. Ja, also solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann fragt einfach zwischendrin, weil Verständnisfragen kann man am besten direkt beantworten, sonst verliere ich euch irgendwie und das wäre doof, wenn ihr dann nicht mehr folgen könnt, weil ich irgendwie was vergessen habe zu erklären. Gut, also Quantenmechanik. Die Grundannahme ist erstmal, dass sogenannte Energiezustände existieren, also dass ein Objekt eine bestimmte Energie haben kann und das gibt es nur stückchenweise. Also zum Beispiel, irgendein Nerd mit einer Mateflasche hat halt dann Energie von einer Mateflasche. Die Mateflasche hat eine bestimmte Größe und man kann jetzt nicht irgendwie diese hier zerbrechen und dann hat man nur noch eine halbe Flasche und so weiter. Das funktioniert nicht. Entweder eine ganze Flasche oder gar keine. Oder zwei zum Beispiel. Zwei Mateflaschen. Und das sind dann Energiezustände. Und da gibt es halt immer nur ganzzahlige Varianten. Abgebildet seht ihr einen pinken Punkt, das ist sozusagen eine Visualisierung eines hypothetischen Kerns eines Atoms und dann gibt es da diese roten Kreise, das sind dann die Energiezustände. Und dieser Punkt in dem einen Kreis, das ist sozusagen dann ein Elektron und der kann nur innerhalb dieser Punkte existieren. Also das ist nur eine Veranschaulichung, das hat natürlich nicht, die Realität sieht natürlich nicht so aus. Also wenn man jetzt irgendwie das Elektron von dem einen Kreis in den anderen Kreis bringen möchte, dann muss man genau die richtige Menge Energie zuführen. Und zwar nur genau die, die der Differenz der beiden Zustände entspricht. Und das wird üblicherweise über Photonen gemacht. Das kann auch durch Stöße passieren. Das heißt, wenn man dann irgendwie so ein Photon, das ist dann der grüne Punkt. Photonen sind bekanntermaßen grün, wenn es grünes Licht ist. Also bei rotem Licht sind die natürlich rot, aber bei irgendwie weißem Licht haben sie alle Farben. Ja, und wenn das grüne Photon dann gegen das Elektron knallt und absorbiert wird, das heißt, das Photon ist dann weg und die Energie von dem Photon ist dann in dem Elektron, dann ist das Elektron einen Kreis weitergesprungen. Und das bleibt dann da erstmal, aber wie irgendwelche Sachen so sind, die rollen halt immer gerne runter. Das heißt, das Elektron will dann auch wieder runter, wo der Energiezustand am niedrigsten ist. Das springt dann wieder zurück und die Energie, die dabei frei wird, ist dann wieder ein Photon, das zufälligerweise genau die gleiche Farbe hat. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, wenn das gleiche rauskommt wie reinkommt, woher weiß man überhaupt, dass es existiert? Das ist ganz einfach daher, dass wenn man nur aus einer Richtung Licht einstrahlt, das genau absorbiert wird, dass wenn es dann wieder ausgesendet wird, dass es dann in alle Richtungen ausgesendet wird. Das heißt, wenn man von der anderen Seite guckt, wo man dann irgendwie ganz viele Moleküle oder Atome hat in einem Gas, wo man auf der einen Seite Licht einstrahlt, wenn das genau die richtige Frequenz trifft, also die richtige Energie, dann kommt auf der anderen Seite fast nichts durch. Und wenn die Energie etwas falsch ist, dann kommt ganz viel durch. Und genau dieses Konzept benutzt man dann auch bei Atomuhren. Und ich hatte ja vorhin von dieser Definition gezeigt, da geht es um einen bestimmten von diesen Übergängen im Cäsium. Und zwar eben diesen 9 Gigahertz Übergang. 9 Gigahertz, das sind Mikrowellen. Ja, was eine Mikrowelle ist, das weiß man ja, das ist dieses wunderschöne Gerät. Beziehungsweise eigentlich ist es eher die Strahlung in diesem Gerät. Bei diesen Geräten verwendet man aber eine andere Frequenz, die halt genau von Wasser absorbiert wird, damit es heiß wird. Aber das ist ein anderes Thema. Gut.
Ja, was man also braucht, ist, man macht Mikrowellen. Man erzeugt ganz viele Photonen, die eben diese Mikrowellenfrequenz haben. Dazu benutzt man einen sogenannten Mikrowellenresonator. Resonator ist einfach nur eine Bezeichnung für irgendetwas, was bei einer Resonanzfrequenz schwingt. Zum Beispiel ein Schwingquarz, den kann man auf 9 Gigahertz einstellen. Und dann schickt man quasi diese Mikrowellen auf seine Cäsiumatomen und dann kann man sehen, ob das jetzt absorbiert wird oder nicht. Also kommen wir jetzt mal zur Cäsiumatomuhr. Das ist so ein Bild davon, das ist relativ kompliziert. Auf der einen Seite hat man ganz viele Cäsiumatome. Die werden, also Cäsium ist ja ein Metall, Metalle sind fest, sie werden erstmal erhitzt, damit die gasförmig werden. Die werden dann ja, durch dieses Objekt durchgeschickt, was genau da im Detail passiert, das verschweige ich jetzt. Auf jeden Fall werden sie dann von Mikrowellen getroffen und dann werden die Elektronen angeregt. Wenn die Mikrowellenfrequenz stimmt oder eben nicht, wenn sie nicht stimmt. Und je nachdem, wie viele angeregt wurden, das kann man dann messen. Und das benutzt man dann eben, um den Regelkreis zu schließen. Das heißt, auf der hinten misst man dann, wie viele von denen angeregt wurden von den Cäsiumatomen. Und je nachdem, wie viele angeregt wurden, kann man dann sagen, ja, die Frequenz ist so und so stark verstellt, ändern wir die Frequenz vom Resonator. Das Ganze geht dann in den Regelkreis, das wird dann weiter zurück in den Oszillator und der Oszillator gibt dann wieder die Mikrowellen, die ausgesendet werden. Gut. Jetzt die spannende Frage, wo ist da die Uhr? Also, 9 Gigahertz hatte ich ja erwähnt. Das ist im Prinzip irgendwie so das Doppelte von irgendwie so einem herkömmlich etwas aufgemotzten PC. Das heißt, man kann es eigentlich technisch heutzutage mit Schaltungen tatsächlich jede einzelne Welle im Prinzip zählen. Wie genau das funktioniert, da kommt Shogakukan vielleicht gleich noch so ein bisschen drauf, wenn es dann um die Technik geht. Auf jeden Fall zählt man im Prinzip auch nur die Schwingung von diesen Mikrowellen. Und ja, also einfach das gleiche wie bei dem Pendel, nur dass man halt 9 Milliarden mal plus 1 zählt pro Sekunde und nicht nur einmal. Das ist eine Cäsium-Atomuhr. Wir benutzen allerdings kein Cäsium in unserer Atomuhr, weil die sind doch relativ kompliziert und groß und es gibt noch andere Atome, die man für sowas benutzen kann. Und das Einfachste, das sind sogenannte Rubidium-Normale, also Objekte, wo man halt ein Rubidium-Atom hat, wo man dann eben ungefähr das Gleiche macht. Dazu komme ich gleich. Jetzt zeige ich euch erst einmal, was wir so in Braunschweig haben. Das ist eine Atomuhr nochmal als Foto. Kann man auch alle paar Jahre mal besichtigen, wenn die PTB mal wieder Tag der offenen Tür hat, falls das nochmal wieder passieren sollte. Das ist im Moment nicht so ganz klar. Okay, was ist eine Rubidium-Atomuhr? Im Prinzip hat man hier das Gleiche. Ja, hat Rubidium-Atome. Ich kann das mal kurz zeigen. Im Prinzip hat man dann so ein Glasgefäß, wer sich das genau angucken möchte. Wir haben davon noch verschiedene. Da nach dem Vortrag kann man dann einfach zu uns kommen. Können wir das nochmal genauer erklären. Aber das hier ist im Prinzip ein Glasbehälter, in dem das wurde evakuiert. Das heißt, der Druck da drin ist sehr niedrig. Und dann gibt es die Rubidiumatome, die da jetzt im festen Zustand dran sind. Die werden dann erwärmt. Und dann wird eben Licht mit einer ganz bestimmten Frequenz ausgesendet. Also man hat dann links die Lampe auf dem Bild. Da kommt dann ganz viel Licht aus verschiedenen Wellenlängen raus. Das wird dann eben im Filter gefiltert, dass nur das rauskommt, was man haben möchte. Also ungefähr. Und das Ganze kommt dann eben in die Rubidiumkammer, das Licht. Und dann guckt man nach, ob es absorbiert wird oder nicht. Und dann muss man eben diese Frequenz nachstellen. Also im Prinzip das Gleiche, nur die technische Umsetzung ist anders. So, gibt es dazu Fragen? Habt ihr alles verstanden? Ja?
Also die Frage war, bei welcher Temperatur das Rubidium verdampft, und ich habe keine Ahnung. Ja, also die Frage war, dass in der Folie jetzt nicht irgendwo drin steht, dass die Frequenz verändert werden würde, sondern noch ein Magnetfeld eingezeichnet ist. Wenn man genau hinguckt, sieht man schon, dass da auch eine Frequenzsynthese ist, die den Regelkreis schließt. Das Magnetfeld ist bei Atomuhren nötig, um einen ganz bestimmten Elektronenübergang herzustellen, also um die Energieniveaus einzustellen, zwischen denen die Elektronen hin und her springen sollen. Also beim Cäsium war das ja dieser Feinstrukturübergang. Feinstruktur heißt, das ist ein quantenmechanischer Übergang des Spins in Magnetfeldern. Aber da will ich eigentlich nicht so genau drüber eingehen. Da kann man vielleicht später nochmal drüber diskutieren. Also die Frage war, ob in jedem Mikrowellenherd ein Magnetron drin ist. Ja, soweit ich weiß, ist das so. Aber es ist auch eine andere Frequenz und das ist wahrscheinlich auch das Einfachste. Das heißt aber nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, Mikrowellen zu erzeugen. Also die Frage war, woher der Regelkreis weiß, ob die Frequenz zu hoch oder zu niedrig ist. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weil wenn man sich das einfach nur vorstellt, dass die ein bisschen verschoben ist, dann werden halt viel weniger absorbiert und so weiter. In der Tat werden natürlich auch Photonen absorbiert, die ein bisschen daneben liegen, weil die Atome sich natürlich bewegen und dann die Frequenz sich auch ändert, wie absorbiert werden kann. Also wie das bei dem Rubidium ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, klar, ja, also die Aussage war, dass das im Fotosensor gemessen wird, was man bekommt. Aber wenn man jetzt sagt, das ist knapp daneben, dann ist ja eigentlich egal, wie weit es dann, also je weiter es daneben ist, desto unpassender ist es. Aber wenn es nur knapp daneben ist, dann ist es ja bei plus 10 oder minus 10 kommt ja im Prinzip gleich viel Intensität an. Das war das Verständnisproblem, was der Frage zugrunde liegt. Und da hilft die Aussage Fotosensor nicht mehr. Also, ich würde tendenziell sagen, wenn man dann die Frequenz wieder ändert, dann kriegt man Gradienten und dann sieht man wieder, ob man die in die richtige oder in die falsche Richtung geändert hat. Und dann kann man das wieder korrigieren. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann kommen wir erstmal zur technischen Umsetzung unserer Atomuhr. Hallo? Ja, besser. Ja, jetzt ein bisschen zu der technischen Seite. Jetzt haben wir gelernt, wie das prinzipiell funktioniert. Für die Techniker unter uns ist es alles viel einfacher, weil es gibt schon Leute, die fertige Geräte dafür gebaut haben. Und da kommt einfach nur eine Frequenz raus. Und der ganze Rest passiert in einem Metallkästchen und das wird warm und die Frequenz kommt raus. Super praktisch. Das reicht uns aber noch nicht für sowas, was wir jetzt als Stratum 0 für einen NTP-Zeitserver brauchen. Wir haben halt die Frequenz, aber wir haben noch keine Uhrzeit. Insofern brauchen wir einmal die genauen Zeitpunkte, um unsere Uhr erstmal genau einstellen zu können. Und ja, wie gesagt, die stabile Frequenz, die wir aus dem Rubidium normal kriegen. Erzähle ich erstmal ein bisschen was, wie wir die Uhr genau stellen können. Das ist ziemlich praktisch. Da gibt es das GPS. Benutzt jeder in seinem Handy zum Navigieren. Damit das aber funktioniert, braucht das GPS auch eine sehr, sehr präzise Uhrzeit, also der GPS-Empfänger. Im Prinzip, das Erste, was der GPS-Empfänger macht, ist selber seine Uhr stellen und damit kann er dann messen, wie lange die Signale von allen GPS-Satelliten unterwegs waren,
Und darüber hat er halt die Entfernung zu den Satelliten. Er weiß, weil die Satelliten ihm da sagen, wo die Satelliten auf der Bahn sind. Damit kann er seine eigene Position dann bestimmen. Also braucht man halt einen speziellen GPS-Empfänger, der für diesen für die Zeitmessung besonders optimiert ist. Gibt es ein paar verschiedene, relativ günstigen, den man auch so einfach kaufen kann. Ist einer von u-blox, nennt sich Lea 6T, kann man dann bei eBay mal gucken. Ist ganz interessant, weil die ganzen Drohnenbastler benutzen solche Empfänger, um damit Differential GPS gesteuerte Drohnen zu fliegen, und insofern sind die sehr günstig geworden. Genau, kann man irgendwie direkt aus China bestellen, kostet glaube ich 20, 30 Euro oder sowas. Und die haben halt einen Ausgang, wo sie ein Zeitsignal rausgeben, was genau auf die offizielle Definition der Sekunde synchronisiert ist. Also an jedem Sekundenanfang gibt es halt eine Flanke auf einem Ausgangspin von 0 auf 3,3 Volt und ein paar 100 Millisekunden später geht es wieder zurück, und beim nächsten Anfang der Sekunde gibt es wieder diese steigende Flanke. Das kann man auch programmieren, kann man auch auf andere Frequenzen einstellen, aber das ist eigentlich das, was wir erstmal brauchen. Und zusätzlich über USB oder serielle Schnittstelle kriegt man halt diese üblichen GPS-Statusmeldungen, wo halt drin steht, ja, welche Satelliten empfängt er gerade und auch, ja, was ist das Datum, was ist gerade die aktuelle Sekunde, die jetzt demnächst durch diese Taktflanke signalisiert wird. So, diese beiden Signale brauchen wir dann. Ja, das eine, was wir jetzt haben, schließen diesen Empfänger an Linux-Rechner an. Der weiß erstmal ungefähr, wie spät es ist, welches Datum es ist, über die NMEA-Signale, also die GPS-Ausgaben. Das ist aber, da es über USB läuft, alles mit ziemlich viel Verzögerung versehen. Die Verzögerung ändert sich dauernd. Das taugt relativ wenig, um genau eine Zeit damit zu messen. Insofern, wie gesagt, benutzen wir dieses Rechtecksignal. Das nennt sich Pulse per Second, also ein Puls pro Sekunde. Wie gesagt, auf OTC synchronisiert. Und im Linux gibt es dafür praktischerweise schon ein komplettes Framework für. Man muss ihm nur sagen, auf welchem GPIO-Pin seines kleinen Linux-Rechners man dieses Signal angeschlossen hat. Und dann gibt es halt schon einen fertigen Treiber dafür, der einem das Signal dann jedes Mal, wenn es auftritt, einen Zeitstempel dafür generiert mit der Uhr, die das Linux-System selber führt, hat man halt genaue Zeitstempel für diese Signale. Die Genauigkeit geht da so im Bereich von 10 Mikrosekunden, 50 Mikrosekunden. Wenn man ein bisschen mehr Aufwand treibt, auch noch ein bisschen genauer. Genau. Die andere Seite, die ich vorhin gesagt habe, ist die Frequenz aus diesem Rubidium Physics Package, was wir halt haben, was eigentlich für für GSM-Basisstationen gedacht war und da auch verwendet drin wird, zumindest früher. Wir haben Gebrauchtes gekauft, gibt es auch auf eBay, was haben wir bezahlt, 80 Euro oder sowas. Das liefert halt 10 Megahertz. Damit können wir direkt aber auf unserem Linux-System nicht so viel anfangen. Eine Variante, die man machen kann, ist halt, da einen Timer anzuschließen, der tatsächlich jede Schwingung davon zählt, und diesen Timer regelmäßig abzufragen. Es gibt aber auch eine Variante, wie man es sich ein bisschen einfacher machen kann, weil ja, jedes Linux-System oder jeder Computer hat halt irgendwo eine Taktquelle, die das gesamte System mit Takt versorgt. Üblicherweise ist das irgendwie ein Quarz. Gibt es halt in 20 MHz, 24 MHz, 25, 26 MHz, je nachdem, was man für ein System hat. Wir haben uns ein BeagleBone ausgesucht, das will da 24 MHz haben. Das ist üblicherweise einfach der Quarz, der da aufgelötet ist. Den haben wir abgelötet und dann führen wir extern diesen Takt zu. Haben wir noch eine Komponente, die halt diese 10 MHz in 24 MHz umwandelt. Sogenanntes Phase-Locked Loop. Das heißt, da ist auch wieder ein Regelkreis drin, der die praktisch einen Schwingkreis die ganze Zeit nachregelt, damit ein bestimmtes eingestelltes Verhältnis von Eingangstakt zu Ausgangstakt passt. Stellt man halt auf 2,4-fach ein, gibt man 10 MHz rein, kommt hinten 24 MHz raus. Und das ist auch so, dass es sich dabei nicht verzählt. Das heißt, wenn die 10 MHz am Eingang genau sind, dann sind auch die 24 MHz genau.
Da hat der Jochen da für uns eine kleine Platine gebaut, wo wir das angeschlossen haben. Und es kommt dann genau das Richtige raus für unser BeagleBone. Und damit betreiben wir praktisch unser Linux-System so, dass es seinen Systemtakt nicht vom Quarz bekommt, sondern von diesem Rubidium normal und damit einen extrem stabilen Systemtakt hat. Und das ist auch die Zeit, die das Linux-System einfach so, wenn man auf der Kommandozeile Date eingibt, das ist diese Systemzeit. Die wird halt vom Linux-Kernel gepflegt. In der Hardware ist dafür ein Timer, der diese PLL zählt. Und alle paar Millionen Taktzyklen gibt es einen Interrupt. Interne Zähler werden in der Software hochgezählt und damit kriegt man halt seine Systemzeit. Ja. Bei dem BeagleBone nicht. Das hat als Möglichkeiten, die Frage war, ob man das BeagleBone nicht auch mit den 10 MHz direkt betreiben könnte. Es gibt sicherlich andere Systeme, mit denen das geht. Bei dem BeagleBone gibt es nur die Möglichkeit 19,2, 24, 25 oder 26 MHz. Das ist in dem System so vorgesehen. Da sind anscheinend die Toleranzen in dem Chip nicht so, dass man das auch mit 10 MHz betreiben könnte. Also wir haben ein bisschen mit rumgespielt mit anderen Frequenzquellen. Man kann es auch noch mit 20 oder so betreiben. Das geht auch noch. Dann zählt da halt die Zeit ein bisschen langsamer. Aber mit 10 MHz ging es nicht mehr stabil. Ja, das ist nochmal dasselbe Bild, was wir vorhin hatten. Mit ein bisschen Beschriftung. Genau. Das ist das Rubidium normal, wo diese Glaszelle drin ist, die wir vorhin gesehen haben. Das wird beheizt und hat halt hier an der Stelle einfach diesen 10 MHz Ausgang, der auf diesen PLL geht. Da ist einfach ein einzelner Chip drauf, der halt diese Umwandlung macht. Und das geht dann rüber ans BeagleBone, wo halt ein Stecker aufgelötet ist, der statt dem Quarz dann die 24 MHz einspeist. Dann das erwähnte Drohnengehäuse verpacktes GPS-Empfänger aus China. Macht auch noch ein paar Probleme, aber funktioniert erstmal so. Und zwei Netzteile, die einfach die richtigen Spannungen liefern. Weil dafür, also dieses Rubidium normal braucht einmal 5 Volt, einmal 15 Volt und auch gar nicht so wenig Strom. Das heißt, so das einfache USB-Netzteil taugt da nicht mehr. Zu dem Aufbau, wo wir das Bild noch da haben, vielleicht dazu noch Fragen? Ja. Also außen am Gehäuse, so wie es jetzt auf dieser Metallplatte, die Frage war, wie heiß das Rubidium wird. Also innen drin weiß ich es nicht, da weiß Jochen vielleicht mehr, aber das Gehäuse ist, so wie es jetzt auf der Metallplatte ist, wird es ungefähr so 40 Grad warm. Also ist relativ unproblematisch. Ja, noch eine Frage? Gut. Ja, so. Wir haben jetzt im Prinzip ein Linux-System, was eine sehr stabile Systemtakt hat, womit es die Zeit messen kann. Wir haben angeschlossen per USB den GPS-Empfänger, der seine Zeitstempel per Textprotokoll überträgt und diesen Pulse-per-Second-Eingang. Und das führen wir alles zusammen über einmal den GPS-Daemon, der diese Textnachrichten auswertet und dafür Zeitstempel dem Rest des Systems zur Verfügung stellt. Also die Position, die aus dem GPS rausfällt, interessiert uns gar nicht, sondern nur die Zeitstempel. Und diese Zeitstempel werden weiterverwendet vom NTPD, also der das NTP, also Network Time Protocol, implementiert. Damit stellt er erstmal grob seine Uhr, sodass man auf der richtigen Sekunde an sich ist und damit man diese Pulse-per-Second-Flanken richtig zuordnen kann. Und wenn das erstmal stabil ist, dann wechselt er darauf, dass er die Zeitstempel dieser PPS-Flanken benutzt. Und damit kommt man halt, wenn man das über mehrere Stunden laufen lässt oder vielleicht sogar mehrere Tage, nähert er sich halt statistisch immer mehr der tatsächlichen UTC-Zeit an. Ja, das ist im Prinzip mein technischer Teil. Ich könnte auch noch mal kurz mich auf die Uhr einloggen. Ja, wo haben wir es? Da.
Also, wenn das Netz jetzt tut, sonst müsste ich mich ärgern. Das ist jetzt im Prinzip die Statusanzeige von dem NTP. Da läuft im Hintergrund schon seit einigen Stunden der NTP-Daemon, das GPS. Und ja, so kann man es lesen. Genau, das ist im Prinzip die ersten paar Zeilen sind einfach andere Systeme im Internet, die auch NTP betreiben. Zwei Systeme von der PTB, die hier auch als Stratum 1 gekennzeichnet werden, die also selber direkt an der Atomuhr hängen. Dann das Signal, was der GPS-Daemon aus den Statusnachrichten des Empfängers 24 MHz bekommen sollten. Und ja, es braucht halt noch eine Weile, bis es dann wirklich sich darauf eingestellt hat. Und aus diesen Werten rechnet es einen geschätzten Fehler aus, wie falsch oder in welcher Größenordnung der Fehler der aktuellen Systemzeit noch liegen soll. Insofern, so wie es jetzt gerade oben neben dem Noctisch läuft, schätzt es einen Fehler von 4 Mikrosekunden an. Ja, das System könnt ihr per NTP erreichen hier im lokalen Netz. Könnt es auch euch gerne nochmal anschauen. Nach dem Talk können wir auch noch gerne zusammen hochgehen und dann können wir uns das direkt auf dem Tisch anschauen. Jo. Habt ihr noch Fragen? Ja, da würde ich nicht drauf wetten. Ja, also die Frage war, ob ich mich darauf verlassen würde, dass das mit der Schaltsekunde jetzt im Sommer klappt. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, Anfang Juli, glaube ich, ist eine Schaltsekunde, die eingefügt wird. Also weil die Erde mal wieder ein bisschen langsamer war, ist die echte Sekunde. Muss eine eingefügt werden, damit es wieder so passt, dass mittags die Sonne oben am Himmel steht. Und das wird halt regelmäßig durch Schaltsekunden gemacht. Die sollten möglichst auf der gesamten Erde gleichzeitig eingefügt werden, damit man sich einig bleibt darüber, wie spät es ist. Und NTP hat da einige Probleme mit, die arbeiten aber gerade daran, dass das besser funktioniert. GPS zum Beispiel sagt die jetzt schon an, dass eine Schaltsekunde ansteht, damit alles mitbekommen. Das DCF-77-Signal sagt das irgendwie kurzfristig vorher an, dass es eine 60. Sekunde gibt. Das heißt aber immer noch nicht, dass das Linux-System, auf dem das läuft, damit richtig klarkommt. Also den Fehler, den es irgendwie letztes Mal gab, dass sich da reihenweise Rechner einfach aufgehängt haben und komplett alle CPU verbraucht haben, das ist auf jeden Fall gefixt. Es gibt auch Test-Tools, womit man praktisch alle 10 Minuten eine Schaltsekunde einfügen kann und es funktioniert robust. Interessanterweise wird die aber gar nicht angezeigt. Man hat einfach zweimal eine 59. Sekunde. Das hängt sehr davon ab, was du für Software einsetzt. Weil die meiste Software nicht mit Sekunde 60 klarkommt, was die Schaltsekunde wäre, tut der Linux-Kernel einfach so, als gäbe es zweimal die 59. Sekunde. Was dann wieder andere Software verwirrt, aber da gibt es anscheinend keine gute Lösung für. Wenn ihr jetzt so relativ genau Zeit habt, habt ihr dann auch irgendwie rausgefunden, gibt ja irgendwie, wenn ich GPS richtig verstanden habe, ist das ja auch ein Zeitsignal, relativ genau, habt ihr quasi diese Schwächung, die auf den zivilen GPS-Signalen laufen, habt ihr die, also durch die Abweichung von Zeit, habt ihr die da auch rausfiltern können oder fällt das auf? Also die Frage war, ob wir durch die genaue Zeitmessung die Abschwächung des zivilen GPS-Signals sehen können. Ja, also mittlerweile, also es gab ja früher mal dieses Selective Availability, das ist schon lange, lange aus. Es gibt bei GPS andere Frequenzen, die halt eine genauere Positionsmessung erlauben. Das hat aber relativ wenig Einfluss auf das Zeitmessen vom GPS.
uns geht es bei dem GPS auch nicht so sehr darum, die aktuell genaue Frequenz zu haben, sondern langfristig unsere Uhr zu stabilisieren. Das heißt, die kurzfristige Genauigkeit haben wir durch das Rubidium. Und dann geht es eher darum, halt über Tage, Stunden, Monate den Fehler, den auch das Rubidium immer noch hat, weil es halt keine Cäsium-Uhr ist, den wieder auszugleichen. Wobei der, habe ich vorhin mal nachgerechnet, ungefähr in 300 Jahren eine Sekunde wäre, wenn man halt nicht nachregelt. Ja. Was genau macht ihr, wenn nachdem das erste Mal die GPS-Zeit reingekommen ist, mit den späteren GPS-Zeiten wieder reingekommen? So weit haben wir es noch gar nicht laufen lassen. Die Frage war... Ja, also die Frage war, was wir mit den weiteren Sekunden-Timestamps tun, nachdem die Uhr einmal gestellt ist. Also so wie NTP funktioniert, benutzt ihr das die ganze Zeit, um die Zeit nachzuregeln. So ist es im Moment bei uns aufgesetzt. Wir haben es jetzt noch nicht irgendwie mal einen Tag lang einlaufen lassen und dann das GPS abgezogen. Aber im Prinzip sollte dann halt das NTP aufhören, die Zeit zu verstellen, weil es halt einmal eingeregelt ist und dann in Zukunft ja die nächsten 300 Jahre die halbwegs akkurate Zeit liefern. Ja. Ja, also die Frage war, ob GPS an sich überhaupt die Schaltsekunde benutzt. Die Welt hat, glaube ich, irgendwie viel zu viele verschiedene Zeitsysteme. Das, was man üblicherweise irgendwie auf Linux-System kennt, ist das UTC, was halt sozusagen die Schaltsekunden schon eingerechnet bekommt. GPS ist eins, das hat keine Schaltsekunde, das läuft einfach jede Sekunde eine Sekunde weiter. Zählt halt einfach die Sekunden, seit das GPS-System eingeführt wurde. Und es sendet mit, wie groß der Offset zwischen UTC und der GPS-Zeit ist. Und diese Informationen bekommt man halt auch mit den Statusnachrichten, die aus dem GPS rauskommen. Das heißt, damit kann man dann, wenn das GPS halt seine eigene Zeit ausgibt, die entsprechende NTP-Zeit daraus berechnen. Ja, noch eine Frage? Da. Also die Frage ist, warum wir die erste Einstellung über das GPS und nicht über NTP machen. Der Grund liegt daran, dass wir durch dieses GPIO-Signal mit diesem Pulse per Second, da können wir sehr genau messen, wann das Signal an dem System ankommt. Das ist bei Netzwerkpaketen, die übers Internet gehen, wo halt mal anderer Traffic auch dazwischen ist, ist das wesentlich schwieriger und die Zeitschwankungen sind wesentlich größer. Also das ist auch das, was man hier sieht. Der Jitter, das ist die Abweichung oder wie stark von Zeitstempel zu Zeitstempel das schwankt. Der Abstand dieser Zeitstempel. Bei diesem PPS-Signal sind es im Bereich von Mikrosekunden, wobei das halt Messungenauigkeit ist, der GPS-Empfänger selber ist noch deutlich genauer. Und das, was halt übers Netzwerk geht, das liegt halt schon bei einem recht großen Bruchteil, einer Millisekunde. Und das ist halt eine Genauigkeit, die man anders sonst nicht rausbekommt. Die Frage war, warum wir nicht DCF77 benutzen. Kann man auch machen. Gibt auch Leute, die das tun. Die Empfänger sind etwas günstiger, aber es ist nicht ganz so einfach, diese Sekundenanfänge mit so hoher Genauigkeit zu bekommen, wie man das beim GPS bekommen kann. Also alleine schon die Entfernung
Sender in Mainz muss man dann genau ausrechnen. Das sind halt alles Sachen, die der GPS-Empfänger schon für einen automatisch macht. Also der Einwurf gerade von Jochen, 20 Millisekunden Genauigkeit bei DCF 77 und 20 Nanosekunden bei GPS. Ja, also der Einwurf war, dass man das in Software eh nicht so genau hinkriegt. Stimmt natürlich. Man kann das auch noch ein bisschen weiter treiben, als wir das jetzt hier gemacht haben mit dem GPIO-Eingangssignal. Man kann den Systemtimer, der in dem System läuft, so benutzen, dass er tatsächlich in Hardware Zeitstempel generiert, wenn das reinkommt. Und dann hat man halt schon eine Genauigkeit von diesen 24 Megahertz, mit denen der läuft. Also was ist das dann? 40 Nanosekunden. Ja, der Einwurf war, das BeagleBone hat auch einen Echtzeitprozessor. Ja, hat es, aber für den Einsatzzweck bringt das nichts. Ja, ich glaube, da drüben war noch eine Frage. Also wo wir jetzt alle Möglichkeiten zum Kalibrieren durchexerziert haben, habt ihr schon mal überlegt, ob ihr das Frequenz normal, also das Volumen, ich glaube, da kannst du mehr zu sagen. Also ja, also theoretisch gesehen könnten wir das machen. Die Frage nochmal. Ja, also die Frage war, ob wir nicht einfach zur PTB gehen können mit unserer Atomuhr und direkt mit dem Cäsium vergleichen können. Das Problem ist, wir haben leider keinen Anschluss für die Cäsium-Atomuhr an unserem BeagleBone dran. Aber sonst können wir das ja. Also sieht man da Frage, was brauchen wir für Anschluss, damit das geht? Also die Frage war, was man für einen Anschluss bräuchte, damit das geht. Da müsste ich erst nochmal nachfragen. Ja. Also die Frage ist nach der Frequenz, die beim Rubidium zum Regeln des Schwingkreises benutzt wird. Weiß ich nicht. Jochen sagt 6,8 Gigahertz. Also Jochen hat uns mit der technischen Umsetzung auf jeden Fall sehr geholfen. Sicherlich, wenn nicht noch mehr Arbeit reingesteckt als wir beide hier. Ja, vielleicht noch zu der physikalischen Seite Fragen. Wir haben noch genug Zeit. Ja, also die Frage war nach der Zeitsynchronisierung der Atomuhren untereinander. Weil soweit ich weiß, ist nämlich die Zeit, die zumindest in Mainz mit dem DCF 77 gesendet wird, kommt nicht nur aus Braunschweig. Naja, also die Atomuhren sind, also man hat Kabel gelegt zwischen den einzelnen nationalen Instituten, um die zu synchronisieren. Das Problem ist natürlich, über so lange Strecken hat man auch große Verluste. Aber ja, im Moment benutzt man Kupferkabel für diese Zeitsynchronisation und das funktioniert natürlich nicht irgendwie über Netzwerk oder so, sondern komplett analog, weil die Genauigkeit von dem Cäsium, das hat ja irgendwie 9 Gigahertz, der hat gerade irgendwie ausgerechnet, das entspricht irgendwie so und so viel Nanosekunden. Die Uhren sind tatsächlich noch viel, viel, viel genauer im Bereich von ungefähr Pico- und Femtosekunden, weil man eben auch die genauen Wellenformen sich angucken kann. Und das kann man eben, wenn man das analog überträgt, tatsächlich auch sehen. Über die Kupferkabel, wobei man, wenn man genauer werden möchte, braucht man Glasfasern, sodass man dann die Zeitsignale über die Glasfasern schickt. Die sind allerdings noch nicht über die gesamte Welt so verteilt zwischen den nationalen Meteorologieinstituten, dass man das schon darüber machen kann, aber das wird im Moment aufgebaut. Also da hat man dann im Prinzip, schickt man dann einen Puls durch die Glasfaser, beziehungsweise die ganze Zeit das Zeitsignal. Und man kompensiert dann die ganze Zeit die Erwärmung von der Glasfaser oder die Vibration und so weiter. Das misst man alles und regelt dann das Signal wieder zurück und kann das dann vergleichen. Und
Man möchte eigentlich auch gerne irgendwie, wenn man jetzt die neue Generation der Atomuhren hat, die so bauen, dass die portabel sind, dass man damit rumlaufen kann, um die Dinger wirklich direkt nebeneinander zu stellen. Das ist im Moment schwierig, aber die Genauigkeit der neuesten Generation ist so groß, dass man Meter Höhenunterschied schon im Zeitsignal messen kann aufgrund der allgemeinen Relativitätstheorie. Also das ist schwierig mit der Synchronisation, weil eben die Höhe tatsächlich irgendwann relevant ist. Ich wollte nur kurz was hinzufügen, und zwar auf Hawaii gibt es einen Uhrenhersteller, der baut Armbanduhren, pottenhässlich, aber sie enthalten eine winzige Atomuhr. Der Einwurf war, wie ist die Batterielaufzeit? Also vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Wir haben gerade gesagt, Relativitätstheorie. Man kann sich das immer schwer vorstellen, was das für Auswirkungen hat. Bei dem GPS-System, dadurch, dass halt die GPS-Satelliten selber auch Atomuhren haben an Bord, damit sie halt so genau die Zeit auch senden können, mehrere sogar aus Ausfallsicherheitsgründen, damit man tatsächlich damit navigieren kann, muss halt in diesen GPS-Algorithmen schon berücksichtigt sein, dass sich die Uhren bewegen, dass dort oben die Gravitation schwächer ist, und insofern ist das ein sehr schönes Beispiel, wo man sehen kann, dass man halt ja die Formeln, die aus der allgemeinen Relativitätstheorie rausfallen, dass die praktische Anwendung haben in Geräten, die fast alle von uns in der Tasche mit sich herumtragen. Damit auch die Position. Nein, Position wäre korrekt, die Zeit wäre nur nicht mehr in Sync mit Position. Das ist nicht richtig. Die Position wird über Zeitdifferenzen bestimmt. Also es kommt gerade eine kleine Diskussion zustande. Vielleicht auch beziehungsweise wäre es trotzdem egal. Es wäre halt eine andere Zeit als unsere, aber es wäre immer noch die gleiche Wahl. Wir können uns gerne oben am Nocktisch nochmal im Detail darüber unterhalten. Ja, haben wir noch weitere Fragen? Sonst, ich glaube, dann haben wir es. Also die Frage war, ob wir uns dauerhaft an das GPS koppeln wollen, weil man ja nicht weiß, inwiefern man dem in Zukunft vertrauen kann. Ich glaube, konkrete Pläne haben wir noch nicht. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass wir zur PTB fahren, sie damit mal zu kalibrieren, ist das sicherlich eine gute Möglichkeit. Sonst, wenn wir das mal eine Weile getestet haben und uns sicher sind, dass das Setup, so wie es jetzt ist, robust funktioniert, können wir das GPS auch einfach abziehen und zumindest die nächsten 30 Jahre erstmal so laufen lassen. Also der Einwurf war, es gibt auch Satellitennavigationsempfänger, die halt nicht nur GPS benutzen, sondern auch GLONASS, Galileo und so weiter. Die gibt es zwar mittlerweile, aber auf meiner Suche nach bezahlbaren, tatsächlich kaufbaren Empfängern habe ich leider noch keine gefunden, die tatsächlich auch die nötigen Signale rausliefern. Ja, sonst können wir die Zeit im Prinzip auch noch nutzen, wenn keine weiteren Fragen sind. Einfach die Leute, die sich das in echt mal anschauen wollen, gehen wir zusammen hoch zu der Uhr, so wie sie da auf dem Tisch liegt.